Und herzlich willkommen zurück hier bei Starbound. Heute soll es um den ersten Bosskampf gehen. Wir wollen gegen die Pinguine angehen, hier in der Artius-Mine. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber, oder? Ja. Los? Ja, dann. So, ich muss von meinem Schiff was dahin. Wir fahren da gar nicht mit dem Schiff hin, sondern... Der Flug ist ziemlich lange. Wir werden dahin teleportieren. Okay. Jetzt muss ich mal warten, ob du kommst. Ich gehe mal vom Teleporter runter. So, nehmen wir erstmal unsere Schusswaffen in die Hand. Und erkunden erstmal hier alles. Okay, hier hinten scheint nichts mehr zu kommen. Ja, ich glaube, es geht wirklich durch das Dungeon durch. Ist schön spannend. Das letzte Mal war es nämlich mal so, dass die Karten begrenzt waren. Da sollte man, war man immer gut bedient, wenn man... Ach, das ist die Karte, verstehe. Ja. Die ist ein bisschen nervig. Unten müssen wir so ein komisches Monster fertig machen. Okay. Aha. Ich glaube, wir müssen hier alle Dinge einschalten. Irgendwas muss man einschalten. Gerade noch so geschafft. Ich muss kurz Altöl ablassen. Okay. So. Jetzt Hände waschen. Ist irgendwas offline. Hier geht's runter. Hier hinten ist auch was offline. Stimmt. Du musst wahrscheinlich auf beiden Seiten die Hebel aktivieren, oder? Stimmt, ich habe ja eine Schusswaffe. Ich darf ja gar nicht nah ran. Ich glaube, ich nehme auch mal meine Hände raus. Nein, ich wollte gar nicht runter. Da ist nichts drin. Mist. Ich würde sagen, wir arbeiten uns von oben nach unten durch und gucken erstmal, dass wir alles bisher in die Schränke geguckt. Habe ich gerade versucht. Dann hab ich hier geht es nicht weiter, oder? Nee. Da oben waren wir schon. Warte mal, bleib mal hier stehen. Screenshot. Screenshot. Oh, hier. Da hinten ist der Schalter. Da ist auch. Läuft gut. Ich glaube, es sind doch noch nicht die Pinguine. Nee, ich glaube auch. Hier, die Pinguine, die greifen auch, glaube ich, das Dorf dann an. Ach, hier sind, guck mal. Aber ich glaube, es war so, dass wir das nicht abbauen können. Ich auch der Meinung. Nee, irgendwie nicht. Ja, weil das hier diese Arena ist. In der Arena kannst du nichts abbauen. Das ist schon aktiviert, oder? Nee. Oh, jetzt war der falsche. Stimmt. Warte mal, vielleicht können wir mit dem reden. Ich glaube, der läuft uns dann hinterher, oder? Nö. Mach nur ignorieren. Oh. Da kommt auch jemand runter.
Kisten? Hast du die alle durchgeguckt? Nee. Hier ist zu Ende, okay. Oben geht's auch noch irgendwie weiter. Da gab ne. Ich weiß nicht, ob wir die Leute auch treffen können, deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja, können wir. Ein Rope? Nee. Heil mich einmal kurz. Da habe ich schon durchgeguckt. Läuft sehr gut. Ja, ja. Hier kommen wir nicht durch. Aber da geht's halt trotzdem nicht weiter. Jetzt mal heilen. So, das hier war die schnelle Waffe. Ich hatte ja erst Angst, dass sie ein bisschen wenig Power gibt, aber es geht eigentlich. Hier geht es nicht weiter, oder? Doch, da oben geht es noch weiter. Hier ist auch noch ein Halbschalt. Oh. Hier hinten wird mir gesagt, dass es was stärker unten irgendwas stärker ist als. Ja, die Strahlung der Archeus-Kristalle sind hier deutlich stärker wie oben. Ja, sei vorsichtig. Da steht was, aber ich kann nicht drauf schießen. Run! Ja. Da wartet gerade ein paar Aussätze, so wie es aussieht. Hast du die Kiste hier oben durchgeguckt? Nee. War nicht durch. Guten Tag. Ach. Ist das Aufräumkommando? Nichts Spannendes. Die sind heftig. Die halten viel aus. Ach, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Okay, hier ist schon Wii-U. Uiu! Es ging nach unten, gell? Ja, ich hab nur oben die Kiste noch mitgenommen. Hm.
Bleiben Sie ruhig. Geht's nicht weiter? Hier geht's weiter. Ja. Ups. Was muss ich alles nachmachen? Da geht's irgendwie nicht weiter. Ich habe tödliche Strahlungswerte empfangen. Irgendwie so ein komisches Backpack. Roboter. Mir macht das nicht so viel. Ja, so, und jetzt hier wird es jetzt schwierig. Jetzt kommt nämlich hier unten gleich das Monster, deswegen lege ich mich erst noch mal kurz hin. Einfach das da. Ja. So, jetzt kommt gleich ein Monster. Wir müssen irgendwas zerstören. Ringsherum muss man irgendwas zerstören. Ja. Okay. Ach ja, genau. Am besten bleibst du auf einer Seite, ich gehe auf die Seite. Ja. Kann ich die Hebel aktivieren? 3, 2, 1. Okay. Achso, genau, wir müssen die Hebel aktivieren, gell? Ja. Ach ja, genau, das ist. Aber ich muss auch manchmal auf deiner Seite. Wir tauschen wahrscheinlich immer die Seiten. Weil. Ich denke so. Oder was müssen wir tun? Oh, scheiße, ich bin gestorben. Oh, Mist. Kommst du noch zu mir? Oder? Ja, 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 ja. Deploy. Jetzt muss ich natürlich erst wieder ganz nach unten laufen. Kannst du nicht auch direkt eigentlich? Ja, direkt zu mir teleportieren. Ja, das habe ich jetzt, glaube ich, versaubeutelt. Scheiße. Jetzt bin ich ganz oben. Ich muss jetzt ganz nach unten laufen. Das ist nämlich neu für mich, dass man da irgendwie. Scheiße, jetzt weiß ich auch den Weg nicht. Ich weiß den Weg nicht. Das ist ärgerlich. Hast du noch überlebt bisher? Ja, ich bin noch grad dabei. Ich hab natürlich jetzt auch angegriffen auf dem Weg nach unten. Boah, ich weiß den Weg nicht. Ja, das ist irre. Ich bin schon wieder tot. Jetzt kannst direkt. Du ja. Du bist ja draußen. Ich musste es schon töten. Wäre ich auch gestorben. Du bist der Held. Dann gehört dir eigentlich auch alles, was man hier findet. Nimmer. Okay. Nimm das voll. Hä? Kann ich Buch lesen? Ich weiß nicht, ob ich dir Pixel abgeben kann, weil ich habe nämlich die Pixel aus Versehen schon genommen. Das ist okay. So, Quest abgeben. Wer ist denn der Auto? Müssten wir das den. Oh, das war doof, dass ich da nicht sofort zu dir teleportiert bin.
Das ärgert mich jetzt voll. Glaube ich. Dann können wir jetzt, glaube ich, das Dings reparieren, oder? Und da kommt der Reparaturhase. 500 Pixel gab's. Um den FT, also um den Lichtgeschwindigkeitsantrieb zu, ja, zu befüllen, also mit Fuel zu versorgen, brauchen wir Artius-Kristalle. Diese pinken, es ist pinke Flüssigkeit. Kann und auf Airless Planets, also auf luftlosen Planeten. Ja. Aha. Da müssen wir so einen Helm bauen, oder? Ne, den haben wir schon, glaube ich, den haben wir schon bekommen. Echt? Ja, den haben wir von dieser Quest bekommen, als wir die Rüstung, mit der Rüstung dahin gekommen sind. Stimmt, O2 Protection, hier ist es. Ja. Aber ich wollte noch was anderes gucken, weil wir hatten nämlich auch die Möglichkeit. Können wir nicht eine Technologie auch freischalten? Ich habe einen Tech Drive. Ich kann einen Tech Drive machen, aber ich weiß nicht, was das ist. Wo kannst du das machen? Craften. Craften. An welchem Tisch? Einfach an einem normalen Crafting. Nee, an der Metal, oder? Ja, an einem normalen Crafting-Teil. Kann ich eins craften. Damit kann ich ein Tech Dingsbums. Tech Drive, mir fehlt dafür noch ein Chip. Ich glaube, ich habe welche. Ja, du kannst hier so einen Tech Drive machen und dann kannst du, wenn du in deinen Chipscomputer gehst und drückst auf Show My Tech, dann ja, kannst du dir einen Bouncer leisten. War halt du was kannst anderes. Dir einen Energy Dash leisten, damit wirst du dann so beschleunigt. Und einen Pulse Jump. Dann kannst du nochmal in der Luft springen. Ja. Genau, dieser Bouncer, der hilft nämlich, wenn man abstürzt und so. So, also gut. Die Aufgabe hätten wir erledigt. Wir haben also die erste Aufgabe schon mal hinbekommen. Ja. Wie geht's denn weiter? Was müssen wir als nächstes machen? Fuel and Ride. Wir müssen also auf ein Airless Planet, oder? Ja. Dann gucken wir doch mal, was es hier für Planeten gibt. Komm gleich rüber. Ich lade nur mal kurz den ganzen. Kann ich eigentlich losfliegen? Findest du mich dann? Kannst du dann zu mir rüberbeamen? Müsste ich eigentlich können. Hä? Wieso kein Planet? Hä? Brauche ich dafür Fuel oder was, um da hinzukommen? Also im Sonnensystem kannst du bleiben, aber halt nicht raus aus dem Sonnensystem. Ich kann den Planet hier nicht anwählen. Okay. Ich kann gar keinen Planet anwählen. Der wird immer wieder die Selektion verschwindet, wenn ich hier runtergehe auf Go, dann verschwindet die Selektion. Seriös. Hä? Ja, wie ist das denn? Sekunde mal, ich muss mal mit einem anderen Planeten versuchen. Ich habe einen Fehler im Spiel, ich kann die Planeten nicht aussuchen. Ach, musst du mal rüberfliegen. Warte mal. Warte mal, zum Maki rüberfliegen. Wir brauchen einen luftleeren Planeten. Mhm. Am Rand des Universums, ach Quatsch, des Sonnensystems gibt's einen. Ja, alles, ja. Ja, ich könnte das eben nicht auswählen. Wenn ich runtergegangen bin auf den Go-Button, ist es immer die Selektion wieder verschwunden. Merkwürdig. Na, die Körper, die habe ich eben bekommen. Das ist toll.
Achso, ich wollte mal gucken. Lantern. Nee, hier gibt es nicht. Und dann hier an. Was war ich denn jetzt? War ich jetzt hier? Moment, Lantern. Da gibt es nicht. Am Amboss. Lantern. Gibt es auch nicht. Ich suche diesen Lantern-Stick. Ja, also früher musste man sich bei Starbound nämlich so ein Atmungsgerät bauen, mit dem man dann auf so einem Planeten hier vorankam. Diesmal haben wir das durch die Quest bekommen. Was ist das? Haben wir das durch diese Quest bekommen. Das heißt, wir sollten mal in den Untergrund gehen, würde ich vorschlagen. Nee, meistens sind die in irgendwelchen Pools auch hier an der Oberfläche gewesen. Es kann natürlich sein, dass sich das verändert hat. Also da in der Quest steht ja Untergrund. Okay, dann Untergrund. Auf leeren Planeten. Untergrund. Ja, das macht doch mal Spaß hier zu graben. Ja, stimmt. Hier ist schon irgendwas? Ne. Da, ich hab was gedeckt. Ah, du hast dir den Bouncer geholt. Ja. Alles. Früher war es immer so, da ist auch so Aua. Aber 8 Schaden, das geht eigentlich voll. Das ist keine so hohe Gravitation, glaube ich. Wir sollten vielleicht mal das machen. Ja, es macht zwar eigentlich keinen Sinn bei luftleeren Planeten, aber... Das ist, Das sind spezielle Fackeln. Das sind spezielle Fackeln. Oh, hier ist Rubin. Ja. Oh, hier Plutonium. Kommt dunkler Stein, genau. Harter Stein kommt hier. Plutonium gefunden. Das ist gut. Sollten wir auf jeden Fall auch abbauen. Bin schon wieder ganz tief runtergefallen. Ich hab da auch die Taschenlampe, ich Idiot. Weitergegangen. Aua. Ich hab gerade unten was aufleuchten sehen. Lass uns mal hier nach unten graben. Hier unten ist uns auch noch was. Ich glaube, hier war nämlich ein Pool, der hat kurz aufgeleuchtet, bis das Spiel gemerkt hat, da kann ich gar nicht hinleuchten. Das kann natürlich auch ein optischer... Oh, ich bin gerade in Stachel. Ah ja, jetzt habe ich hier irgendwas gefunden. Plutonium-Rod, okay. Aber was ich gesehen habe, war hier drüben... Ich würde mich die ganze Zeit in diese Stacheln rein. Es kann aber auch hier... So ein bisschen kann man ja ausleuchten, indem man hier mit dem Cursor ein bisschen rumfährt. Jetzt habe ich ja noch meine Lateuchte hier. Ja, also hier wo ich jetzt gerade bin, sind auch noch einiges. Also hier können wir nicht runterspringen, da müssen wir erstmal uns was dazwischen bauen. Dann nehmen wir mal das hier. Ah, da oben ist doch schon was reingelagert. Wir machen mal hier. Jetzt leuchten wir nochmal runter. Hier, wo ich jetzt gerade bin, geht das ganz schön tief runter und hier sind ganz schön große Pools. Hier geht es auch verdammt tief runter. Nein! Das war aber knapp. So. Ah, hier geht's nochmal tiefer runter. Ja, hier können wir aber hinspringen. Der ist sehr löchrig, dieser Planet. Das stimmt. Sieht halt so gar nichts. Ja. Also ich habe jetzt... Ja, ich habe einen Pool entdeckt.
180 Zeugs. Reward. Ich glaube, jetzt müssen wir demnächst ins Outpost, um eine neue Quest abzuholen. Ich habe aber das Gefühl, ich habe noch nicht genug von dem Fuel. Wie viel hast du? 180. Ich muss gerade mal gucken, wo es angezeigt wird. Hier ist 36. Ich habe nur 36. Oh, da unten ist große. Ja, ich habe nur 36. Ja. Da täuschte. Also so tief, wie ich jetzt hier schon runtergefallen bin, muss da auch irgendwann mal ein Ende von dem Planeten da sein. Also ich bin schon... Wir sind ungefähr auf gleicher Höhe jetzt. Nee, du bist deutlich weiter unten, glaube ich. Siehst du an dem Kompass da? Bei mir zeigt er aber ganz schön nach unten bei dir. Zeigt er nur nach schräg rechts unten. So, ich hätte aber gar nicht jetzt noch hier... Ich habe nur 36 Fuel, das ist ein bisschen wenig. Wahrscheinlich sind wir an den größten Pools eben vorbei. Da oben ist ein kleiner Pool. Oh Mann. Plutonium sehe ich hier überall. Ich muss auch hier die kleinen Dinger mitnehmen. Ich habe da nicht so viel Glück wie der Maggi. Ja, die... Mühsam ernährt sich der Roboter. Ich will auch einen großen Pool haben. Oh Mann, hier kommt einfach nichts. Hier kommt einfach nichts und die Folge ist schon lange rum. Okay, ja, stimmt. Oh. Nichts. Das ist super ärgerlich. Oh, da unten ist noch was. Noch nicht mehr viel. Wie kann ich mich denn von hier aus zu dir? Kann ich gar nicht, gell? Der Umweg über Schiff nehmen. Aber hier auf der Höhe, wo ich jetzt bin, ist auch nicht mehr viel. Aua. Komm, noch ein kleiner Pool, dann kann ich nämlich. Dann können wir das nächste Mal. Ah, ja. Hier extra stehen lassen. Mitnehmen. Komm, das gibt's doch gar nicht. Ist nicht so ertragreich. Du hast einen großen Pool gehabt, oder? Ja. Naja, aber liebe Leute, hier geht's jetzt irgendwie nicht weiter. Jetzt bin ich ja irgendwie an einem Punkt angekommen, da bin ich aber auf irgendeinem Gestein, das kriege ich nicht mehr weg. Ich würde sagen, das reicht auch jetzt mal für die heutige Folge. Und wir gucken einfach mal in der nächsten Folge, ob wir da vielleicht irgendwas finden. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen würden. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.